Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop 2017 im Januar. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Ja, ihr Lieben, für euch verbindet sich gleich zu Jahresbeginn Liebesplanet Venus ganz traumhaft schön mit Romantikplanet Neptun. Da seid ihr vor der Liebe nicht mehr sicher. Allerdings auch nicht vor Fehlentscheidungen. Besonders um die Monatsmitte müsst ihr aufpassen, denn vielleicht ist euer Flirt gebunden. Liierte Skorpione, ihr seid ja so verschmust. Am liebsten würdet ihr euch an euren Herzensmenschen ankuscheln. Aber nach außen gebt ihr euch ganz cool. Warum eigentlich? Denkt da mal drüber nach. So, jetzt kommen wir zum Erlebnishintergrund für euch. Wie stehen eure Sterne? Der wichtigste Aspekt für die Skorpione ist nach wie vor dieser schöne Romantikaspekt von Romantikplanet Neptun zur Skorpionsonne, der für viele Skorpione eben wirklich eine Öffnung für romantische Gefühle mit sich bringt und einen neuen Glauben an die Liebe. Neptun bleibt dort noch bis 2025 stehen, steht nicht nur bei euch im Haus der Romantik und der Affären, sondern auch noch im Haus der Sexualität. Habe ich ja schon oft drüber gesprochen, ist eine Tantra-Konstellation. Also Sexualität und Spiritualität miteinander verbinden. Aktuell steht jetzt auch noch der Mars dabei. Der steht in den Fischen noch praktisch den ganzen Monat, aktiviert also ganz stark euren Trieb und eure Lust, aber eben auf eine feinfühlige und sensible Art und Weise. Also das ist wirklich sehr, sehr schön für euch im Januar. Und besonders deutlich spüren den Einfluss von Neptun diejenigen, die zwischen dem 31. Oktober und dem 5. November Geburtstag haben. Dann haben wir noch einen günstigen Aspekt von Pluto, der im Skorpion herrscht. Der steht günstig zur Skorpionsonne, unterstützt euch also. Also die Skorpionkraft, hinter die Kulissen zu schauen und auch hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen, ist verstärkt. Auch euer Einfluss wächst dadurch. Und ihr seid in der Kommunikation halt sehr, sehr überzeugend. Ne, mit Pluto muss man nur manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Druck auf andere ausübt. Aber man kann euren Ausführungen kaum widerstehen. Jetzt aktuell ist allerdings gerade noch der Merkur rückläufig. Da kann es also ein bisschen schwierig sein, die richtigen Worte zu finden. Aber das ändert sich ja dann auch am 8. Januar wieder. Dann haben wir noch für euch die Konjunktion mit der wilden Lilith. Die steht noch im Skorpion bis Februar, steht hier bei euch jetzt in der dritten Dekade des Skorpions und bringt für die Skorpiongeborenen und auch die Skorpion-Aszendenten einen Zuwachs an einer gewissen magischen, instinktiven Ausstrahlung. Also, das ist ja sowieso so ein bisschen euer Ding. Die Skorpionfrauen wirken jetzt sicherlich sehr verführerisch, sind aber auch mehr als sonst kompromisslos. Und auch jetzt nicht bereit, von ihrem eigenen Standpunkt so abzurücken. Also man muss euch jetzt wirklich so lieben und nehmen, wie ihr seid. Was anderes kommt nicht in Frage. Aber ihr wirkt halt sehr, sehr faszinierend auf die Männerwelt. Und wenn ihr ein Skorpion-Mann seid, dann ist das eben das innere Partnerbild, was da angeheizt wird. Dann seid ihr vielleicht jetzt besonders empfänglich für Frauen, die so ein bisschen wilder, kratzbürstiger, geheimnisvoller und unabhängiger sind. Und diesen Einfluss spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 16. und 23. November Geburtstag haben. Genau, so, dann zu den aktuellen Konstellationen. Das Thema vorgeben für die nächsten 3 Monate tut ja der Neumond und der ist am 29.12.2016 da zuständig. Der steht jetzt hier bei euch im dritten Haus, zusammen mit dem Merkur, der allerdings ja rückläufig ist. Und deswegen bedeutet das, ihr habt wahrscheinlich sehr viele Ideen, aber ihr solltet vorsichtig sein, darüber gleich zu reden, auch wenn es hier so im Haus der Kommunikation steht, sondern lieber ein bisschen in euch gehen und vielleicht überlegen, was möchtet ihr Neues lernen, worin möchtet ihr euch fortbilden oder vielleicht auch, wie könntet ihr neue Leute kennenlernen, indem ihr die richtigen Kurse besucht. Das ist auch eine gute Idee. Darüber könnt ihr mal nachdenken jetzt zum Neumond, wobei sich die Pläne, wie gesagt, bis zum 8.1. auch noch mal ändern können. Dann wird der Merkur wieder direktläufig. Genau. Dann haben wir gleich einen Top-Tag am 3.1., wenn die Venus in die Fische geht und sich dann auch noch hier zu all diesen Planeten dazugesellt, die sowieso schon bei euch im 5. Haus der Lebensfreude und der Sexualität stehen. Es dürfte also ein sehr, sehr kuscheliger Monat für euch werden. Und ihr dürft ruhig auch ein bisschen Gefühle zeigen. Wenn ihr kuscheln wollt,
dann solltet ihr das eben auch eurem Partner oder dem Betreffenden wissen lassen, damit ihr auch dazu kommt, euren Spaß zu haben. Und das gilt eigentlich den ganzen Monat über. Genau. Dann haben wir noch zwei Top-Tage an dem Wochenende, 7. und 8. Januar. Da steht nämlich der Mond im Stier und damit bei euch im Partnerhaus. Sehr interessante Kombination. Bildet hier außerdem noch einen schönen Aspekt zu dieser lustvollen Konstellation bei euch im Haus der Lebensfreude und der Sexualität. Also ist eine schöne Konstellation, vielleicht auch um jemand Neues kennenzulernen, mit dem man dann auch relativ schnell vielleicht sogar gleich intim wird. Oder eben, wenn ihr schon einen Partner habt, ist das auch eine gute Idee, da an dem Wochenende euch Zeit für die Liebe und Zeit zu zweit zu nehmen. Ne? Genau, so. Am 8.1. wird dann der Merkur auch wieder direktläufig und läuft dann am 12.1. wieder zurück in das dritte Haus hier bei euch. Und dann könnt ihr wirklich über eure Ideen auch gut reden. Und am 11. habt ihr aber auch noch einen Top-Tag vorher noch. Da ist nämlich der Mond im Zeichen Krebs, bildet hier einen schönen harmonischen Aspekt zu eurer Sonne und zu euren ganzen Liebesplaneten hier. Ist sicherlich ein sehr schöner Tag auch, den ihr euch im Kalender ankreuzen solltet, wenn es um Liebe und Begegnung geht oder eben wenn ihr jemand Neues kennengelernt habt. Dann der 12.1., das ist dann der Vollmond, der ja, wie ich schon gesagt habe, ziemlich krass ausfällt diesmal. Für spirituelle Skorpione sicherlich auch sehr interessant. Also ihr werdet bestimmt Wahrnehmungen haben, weil der sich auf der Achse 6-12, das ist die heile Achse, abspielt. Und ihr habt ja Jupiter in 12. Das bringt also einen Zuwachs an spirituellen Wahrnehmungen und Kontakten, auch wenn ihr wollt, ne, wenn ihr dafür offen seid. Das ist einmal wichtig an diesem Vollmond. Dann, was ihr euch da zum Neumond vorgenommen habt, das findet ja im dritten Haus statt. Da wirft jetzt der Vollmond ein Schlaglicht drauf. Da könnt ihr euch überlegen, habt ihr schon was gefunden, einen Kurs gefunden, den ihr buchen wollt oder was ihr dazu lernen wollt oder wie ihr auf diese Weise neue Leute kennenlernen wollt. Das ist auch sehr interessant. Genau. Also der Vollmond selber findet eben bei euch auf der Achse 3 und 9, das ist die Wissensachse, statt und betont aber durch dieses Quadrat eben hier die heile Achse, ne, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist, insofern ist es vielleicht auch interessant für alle diejenigen, die sich im Bereich Heilung und Spiritualität weiterentwickeln und weiterbilden wollen. Da kann das auch nochmal Erkenntnisse bringen, wo es da für euch lang gehen könnte. Genau, und außerdem seid ihr natürlich auch gefordert, weil ihr zu denjenigen gehört, die nicht diese krasse Konstellation voll auf der Sonne haben, sondern die eben eher einen entspannenden Aspekt dazu haben hier im Skorpion. Das heißt, ihr könnt da vielleicht auch anderen zur Seite stehen, die davon jetzt betroffen sind und in der Vollmondnacht verwirrt sind oder in irgendein Liebesdesaster hineingeraten sind. Vielleicht seid ihr da diejenigen, die den Kopf oben behalten und helfen können oder das eben auch verstehen. Ja, dann gibt es für euch noch zwei Top-Tage am 15. und 16. Da haben wir nämlich den Mond in der Jungfrau, steht auch dann wieder günstig zur Skorpionsonne. Und bildet dann hier auch nochmal eine schöne Betonung zu euren ganzen Liebesplaneten. Das kann auch sein, dass ihr da Spaß mit Freunden habt, aber das kann natürlich auch nochmal ein Schlaglicht auf euer Liebesleben werfen und da nochmal eine Energie reinlenken. Genau. So, am 19.01. geht ja dann die Sonne in den Wassermann und das betont bei euch den Bereich Familie. Also für den nächsten Monat ist dann bei den Skorpionen das vierte Haus betont. Kann also sein, dass Familienthemen wichtig werden oder dass jemand zu Besuch kommt oder dass ihr Familie besucht. Also das ist dann der nächste Monat das Thema. Dann Top-Tage nochmal am 20. und 21. Da haben wir nämlich den Mond dann bei euch im Skorpion und bildet auch noch mal wieder eine schöne Konstellation zu den Lust- und Liebesplaneten, die hier für euch stehen. Außerdem auch noch mal betont er noch mal die Lilith für alle diejenigen, die das besonders spüren, die Energie der wilden und magischen Weiblichkeit. Könnt ihr euch also auch merken, denn das ist auch ein Wochenende. Der Samstag, der 21., also 20. und 21., das ist ein Freitag und Samstag, dass ihr euch da vielleicht, wenn ihr sowas mögt, Zeit nehmt, um eben das magische, wilde, weibliche zu entdecken. Ist auch vielleicht eine gute Zeit für ein kleines Zauberritual hier mit Pluto und Merkur im dritten Haus. Also sind auch Zaubersprüche. Also wenn ihr sowas mögt, wäre das noch eine Möglichkeit.
Und dann haben wir am 25. auch nochmal den Mond gut für euch stehen. Könnt ihr Überzeugungsarbeit leisten und sei es eben jetzt auch, wenn ihr jemand Neues kennengelernt habt. Und dann ändert sich ja die Energie ab dem 28. Da haben wir den Neumond im Wassermann. Für euch, wie gesagt, fällt das in den Bereich der Familie. Also da ist vielleicht auch ein Neuanfang angesagt. Dann könnt ihr ja darüber mal nachdenken, wie ihr da diesen Familienthemen den Monat widmen wollt. Und dann geht der Mars bei euch, der geht dann in den Widder und damit bei euch ins sechste Haus. Das ist das Arbeitsumfeld. Das heißt, da kommen dann neue Impulse rein. Es kann aber auch kritisch sein. Wir haben ja schon lange diese Konstellation hier für euch, dass der Uranus da steht und euch dazu auffordert, euch technischen Neuerungen gegenüber zu öffnen. Falls also beruflich sowas wichtig sein sollte, würde der Mars das Thema jetzt nochmal betonen. Es kann auch da zu Konflikten im Kollegenkreis kommen, aber die Venus kommt dann hinterher und dann wird es auch wieder ganz süß. Und darüber sprechen wir dann, wenn wir über das Februarhoroskop sprechen. Ja, meine lieben Skorpione, ihr seht schon, für euch ist der Monat im Großen und Ganzen sehr schön, sehr kuschelig, sehr harmonisch und deswegen seid ihr natürlich auch gefordert, für diejenigen da zu sein, die von den Konstellationen mehr erschüttert werden, die wir zurzeit haben. Und da wird es wahrscheinlich einige geben. Und ihr blickt ja auch dann so ein bisschen hinter die Kulissen und habt bestimmt die eine oder andere gute Idee, wie ihr jemanden seelisch und psychologisch zur Seite stehen könnt. Ja, falls ihr euch in Sachen Astrologie weiterbilden wollt, ich fange dieses Jahr meinen neuen Ausbildungskurs an und zwar mit dem Teil 3 Liebe und Partnerschaft im Horoskop. Und der erste Kurs ist am 28. Januar zum Neumond im Wassermann, 28. und 29. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, es gibt ein kostenloses Infowebinar auf Sofengo und da könnt ihr teilnehmen oder das könnt ihr euch dann auch als Video anschauen. Das findet am 28. Dezember statt. Die Info wollte ich noch loswerden. Ja, dann verlose ich auch unter allen Abonnenten wieder eine Beratung, diesmal 15 Minuten Kurzberatung. Also wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun, um an der Verlosung teilzunehmen. Oder ihr bucht einfach eure eigene feste Beratung für euch selbst, 50 Minuten oder eine ganze Stunde. Oder wenn ihr nur eine kurze Beratung wollt, könnt ihr natürlich auch meine Hotline versuchen. Da müsstet ihr dann erst bitte auf meinem Kundentelefon anrufen und euch mit mir verabreden, ob ich Zeit habe, ob ich da bin. Und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer und dann können wir auch kürzere Fragen da ganz schnell besprechen. Kostet 2,99 die Minute. Vielleicht kommt das auch für euch in Frage. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen und kuscheligen Januar und alles Gute mit den Sternen.